Moin Mädels! Moin Jungs! Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Police Simulator Patrol Officers, Digga. So, und ich habe hier immer noch meinen geilen, mein geilen Patrol Officer Kalle! Scheiße, ich sitze auf der falschen Seite. Transformation! So! Gut, also hier, jetzt kannst du es lesen. Guck's dir genau an. Genau, und deswegen gehen wir jetzt rein und schauen uns mal an, was wir denn jetzt beim letzten Mal so Neues, Schönes gelernt haben. Und gucken mal, ob wir das heute direkt auch anwenden. Ob wir jetzt vielleicht mehr als nur Strafzettel haben. Wer weiß. Alarm! Alarm! Junge, das ist ja wohl sowas von auf dem Bürgersteig! Halt, stopp! Polizei! Ich habe meine Marke, ich habe meine Knarre. Ich habe irgendwie immer noch keine Handschellen. Aber ich habe eine neue Kette, Digga. Ne? Und nochmal gegönnt, Alter. Bei mir läuft. Einsatz Rasermann. Stimmt, wir haben jetzt die Radarpistole bekommen. Genau, ich habe meinen Taser. Den haben wir am Start. Das ist nice. So, Agathe. Agathe. Agathe Feeling. That tonight's gonna be a good night. So, egal, dann weiter, ne? So, hier können wir auch wieder Bonus verdienen. Oh, hier sieht auch schick aus. Dieses Fahrzeug hat die Geschwindigkeit überschritten. Du kannst die Radarpistole nutzen, um die Geschwindigkeit zu messen und Beweisfotos vom Fahrzeug zu machen. Stopp! Polizei! Der hat sogar AirPods drin. Stopp! Steigen Sie aus! Steigen Sie aus! Sofort! Ist das die Person, die gerade vor mir im Auto sitzt? Oh, lol! Ich habe mir seine License Plate angeguckt und kann mir jetzt ja voll Background-Check-mäßig angucken, was bei ihm geht. Mündliche Verwarnung, fahren bei Nacht ohne Scheinwerfer, verurteilt, Identitätsdiebstahl. Bitte, was? Zentrale, ich brauche Verstärkung! Warte mal, ich lasse den direkt mal aussteigen. Hey, hey! Stopp! Nein! Hey, Polizei! Bleibst du wohl stehen? Halt, stopp! Halt, stopp! Police! Ey! Stopp! Stopp! Oh, der hat eine rote. Rote Ampeln sind mein Freund. Aber zack, zack, ziemlich zügig raus hier aus der Ding. Wo ist denn hier meine scheiß Radarpistole? Das bringt mir auch nichts. Keine Reaktion. Ich habe eine richtige Waffe. Aber ich habe eine Radarpistole. So, der wird gemeldet. Wie sind denn Minuspunkte? Fahr mal weiter. So. Ich krieg dich. Ah, der fährt nicht schnell genug. Der muss mehr als 25 fahren. Oh, 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 oh. So. Hä? 35, oh nein. Gib doch mal Gummi. Arschloch! Die fahren alle nicht schnell genug. So eine Scheiße! So, wo kriege ich denn hier jemanden? Aber er hat doch eben gesagt, der Rote ist zu schnell gefahren. Dann kriege ich denn hier mal grün. Ohne Grund geschossen. Minus 40. Was passiert, wenn ich auf minus 0? Unerlaubte Straßenüberquerung! Aha! Du hast einen Zivilisten beim unerlaubten Überqueren der Straße beobachtet. Lasst uns die Person wegen unerlaubter Straßenüberquerung festhalten. Du entscheidest, ob du dieser Person einen Strafzettel ausstellen oder es bei einer mündlichen Verwarnung belassen. Ach, die wird eingeknackt, die Person. So, halt, stopp. Unerlaubte Straßenüberquerung hier. Open your police computer using the radial tool wheel. Meine scheiß Glatze juckt. With your current location, the background checks app which displays records on your encounter history along with the identification data with violations. Ich habe sie angehalten, weil sie unerlaubt über die Straße gegangen sind. Nein, das glaube ich nicht. Hä, du standst doch... Ey! Ey! Nicht lügen jetzt. Nicht lügen. Bist du rübergerannt oder nicht? Gib mir einen Ausweis, bitte. So, her damit. Gib mir her da die Marke. Ja. Gesicht. Abgelaufener Personalausweis auch noch. Also sie hat ja hier alles, oder was? Der Personalausweis dieses Zivilisten ist abgelaufen. Du kannst einen Strafzettel ausstellen oder ihn mit einer mündlichen Verwarnung davonkommen lassen. Nee. Also hier lassen wir gar nicht immer jeden davonkommen. Sie meidet den Augenkontakt. Abtasten. Das darf man nicht, ne? Das darf man nicht, oder? Ich darf das doch gar nicht. Ich darf sie doch... Ich mach ohne hingucken. Ich guck nicht hin. Sind wir fertig? Ich sehe nichts. Also Legitness. This is Legitness. Sind wir fertig mit Fummeln oder was? Es wurden keine Gegenstände gefunden. Da gibt's einen Strafzettel. Sie bekommen einen Strafzettel für das unerlaubte Überqueren der Straße. So, um die $20. Wirklich?
Das ist viel Geld. Sie scheint wirklich traurig zu sein. Ey, wir sind hier nicht bei Herzblatt. Wenn die Frau es eilig hat, dann soll sie gefälligst früher losgehen, meine Fresse. Wo sind wir denn hier? So, nächster Verstoß. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. So. 75 bis 150 Dollar. Wirklich? Das ist viel Geld. Würde ich jetzt mal sagen, haben Sie jetzt ja genug gelitten für heute? Tschüss. Alles gut. Einen schönen Tag. Wir haben 33 Punkte gemacht. Wo verstecken sich die Raser denn hier? Da hinten? Oh, verwerft. 35 darf man in der Street hier, ne? Oh, der fährt aber schnell. Mann, woher weiß ich denn? Also... Ey, nee! Aber sieh doch auch! Das ist die gleiche von eben. Ich flipp aus. Das ist die gleiche von eben. Einmal den Ausweis, bitte. Das ist die gleiche, aber nochmal über Rot. Wiederholungstäterin. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel für das unerlaubte Überqueren der Straße aus. Etwa 25 Dollar. Warum ist das so teuer? Ja, warum machst du das nochmal? Sie klingt wütend. I don't care. So, Ausweis ist in den letzten 5 Minuten, hat sich nicht erweitert, ne? Sie bekommen noch einen Strafzettel. 75 bis 150 Dollar. Sie vermiesen mir den Tag. I don't give a... Was denn jetzt? Fußgänger? Was? Er ist auch über Rot gegangen. Hallo? Stopp. Ich halte sie fest, weil sie unerlaubt die Straße überquert. So, sag's dem Bruder. Nein, Officer. Sie müssen sich irren. Ich stehe daneben! 25.12.20. Okay, das geht noch. Ich krieg dich ran, du Sau, du. So, da gibt's den Strafzettel. Sie bekommen einen Strafzettel für das unerlaubte Überqueren der Straße. Um die 20 Dollar. So viel Geld hab ich nicht. Ahnung, Junge. Irgendwas ist hier nicht richtig gelaufen. Wir müssen unbedingt noch einen Raser dran kriegen. Wir müssen eh mal aufpassen, weil wir hier jetzt wirklich ganz, ganz knapp am Limit sind. Wir haben noch 2 CP und wenn wir auf 0 kommen, ist, glaube ich, hier Ende im Gelände. Oh, wo geht's denn hier hin? Oh, da darf ich nicht hin. So, wo sind die Raser? Und darf ich, glaube ich, wie schnell darf man hier fahren? Keine Ahnung. Es wird einem auch nicht angezeigt hier, die Scheiße. Das ist doch einer, oder? Ich trau mich nicht. Nee, das hier ist bestimmt wieder schneller erlaubt. Ah, woher weiß ich denn, wie schnell man hier fahren darf? Ist doch Willkür. Wo steht das denn? So eine Scheiße. Hier ist 15. So. Den haben wir dran. Den haben wir dran. Zack, direkt ein Knöllchen. Hier ist 15. So, die kommen jetzt hier mit 20 oder so. Die holen wir uns ab, die Peter. Ja, ja. Ja, hier darf man wahrscheinlich 25, ne? Ich darf nichts mehr falsch machen. Geil. Alter, hier, das ist meine Ecke. Das ist meine Hood. Hier werde ich am Cornern bleiben, du. Alter, geiles Gehäuse da hinten. Hier bleiben wir bis Schichtende. Und auch wieder ein drin. Und der nächste. Zack. Na, der ist noch drüber. Pech gehabt. Der war ordentlich drüber eben, ne? Und! So. Ja, jetzt haben wir hier unsere Ecke gefunden. Jetzt holen wir uns die kleinen Schweinchen. So, hier ist jetzt grün. Hier weiß ich nicht, wie schnell die fahren dürfen. Könnte natürlich 2 Fliegen mit einer Klappe ordentlich wegmachen. Aber wie schnell dürfen die denn hier fahren? Hier steht's halt nicht, ne? Wir können ja nebenbei sogar noch Falschparker. Hier, guck mal. Darf er das? Darf der hier parken? Ich weiß es nicht, ne? Hat der einen Behindertenausweis? Ah, ich gehe das Risiko mal nicht ein. Mit wem talken die? Alter, die Leute spawnen hier links und rechts. Gut. Oh, der gibt aber Gummi. Ich denke mal, 25 ist hier das Speedlimit, weil die alle so um den Dreh so fahren. Ich würde halt immer gerne so ein Verbrechen richtig sehen, ne? Dass die mal sich so gegenseitig schlagen oder so. Das wäre es halt. Eieiei. Ja, das ist hier eine Falle. Ne? Man muss halt auch das Schild sehen. Doppelt so schnell. Der Lappen ist weg. Hier, Tschüssikowski. Kannst Bus fahren. Ich wurde entlassen, weil der zu schnell auf der Kreuzung war?